Okay, Leute, schauen wir mal ganz kurz. Sind wir jetzt verliebt? Teil 2 mit Revi, Alter. Da bin ich mal gespannt. Hört auf mit den Simpimutzen, yalla! Und gleich ein Pulli wie damals angehabt und gleiche Hose. Ich habe nur ein Outfit. Okay, und rein in die Olga. Let's go, Leute. In diesem Video, was erwartet uns? Jetzt übrigens selber geschnitten. Das werde ich natürlich jetzt wieder kritisch sehen und gucken, was ich hier eventuell zu kritisieren habe. Oh. Let's go. Ich kann sehr anstrengend sein. Wie würdest du so damit umgehen? Schluss machen halt, ne? Ja. Kann wirklich krank anstrengend sein. Hallo Leute. Auch Sebastian, nice. Willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich nochmal den lieben Sebastian am Start. Hi. Oh ja, Schweißflecken. Oh, guck mal hier. Da. Scheiße, Mann, wo hatte diese Clips her? Das Ding ist, ich vergesse ja immer, dass ja alles... alles, was ich mache... Hört auf mit dem Simpy-Mode! Alles, was ich mache, ist ja im Internet und das ist ja so unangenehm. Das ist ja so unangenehm, weil sie ja auch alles von mir bereits schon gesehen hat. Fuck, Mann. Fucking hell. Scheiße, Alter. Scheiße. Da ist ein Schwitzfleck. Da ist der Schwitzfleck. War da gerade ein Maul oder Trimax hier? Oh, guck mal hier. Da ist ein Schwitzfleck. Ah, nee, das ist von Leo gewesen, oder? Da ist der Schwitzfleck. Ich dachte, das hätte... Wir haben ja schon den ersten Teil gedreht und zwar, es geht darum, dass wir 26 Fragen durchgehen, wo man sich an... Moin, ist denn 36? ...wirklich danach verliebt. Oh mein Gott. Und das wollten wir jetzt mal testen und ja... Heute geht's weiter mit der Frage Nummer 20. Tobias, hello. Willkommen. Hallo. Was für eine Bedeutung hat Freundschaft in deinem Leben? Ganz wichtig. Mhm. Freundschaft, okay. Freundschaft, okay. Merkt euch das als Lebensweisheit. Vielleicht ankommen Opinion, aber Freundschaft geht für mich größtenteils vor Beziehung. Weil Freunde sind oftmals ein Leben lang da. Es kommt immer drauf an. Ja, aber wenn du eine Freundin hast, dann ist sie sozusagen auch... auch wahr, ja. Also Freundschaft ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache in meinem Leben und diese Leute... Boah, ist das unangenehm, Alter, sich das jetzt rückwirkend anzugucken. Die Ehrlichkeit, wie wir schon im letzten Teil erwähnt haben, den ihr auch gucken könnt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ja, sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Ganz vergessen, also wie unangenehm ich als Mensch bin. Weil, was wenn wir schon alle eine Freundin machen? Ja. Diesen Kollegen. Keine Freunde. Das ist eine Aufgabe an beide. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Dieser scheiß Chat mit diesem scheiß Simple Mode, ey. Jeder soll dabei 5 nennen. Haben wir schon erwähnt, dass wir uns gar nicht kennen? Egal! Also bei dir sowieso deutsche Staatsbürgerschaft brauche ich. Charakterschaft. Ich. Scheiße, Alter, die. Sie will mich nicht für den Cloud oder fürs Geld. Sie will einfach die deutsche Staatsbürgerschaft, Digga. Scheiße, Mann. Scheiße, die will nur an meinen Pass ran. Und ich muss die dafür heiraten. Alter, scheiße. Deutsche Pass? So nicht. Ja, andere Gene, damit man, wenn man ein Kind bekommt, besser durchmischen kann, die Gene. Ja. Ist richtig, ist wichtig. Ja, sie sieht das eh nicht, sie hat da Interesse. Charaktereigenschaft, oder? Nein. Okay. Und weiter? Sagst du jetzt mal abwechselnd? Du bist lustig. Unangenehm. Du bist auch lustig. Wow. Ich würde sagen, dass du sehr offen und ehrlich bist. Abonnier sie wenigstens. Ich bin nicht angemeldet. Natürlich habe ich sie schon abonniert, natürlich. Ja, was schreibt ihr alle? Ja, was schreibt dieses... Lasst mich alle in Ruhe. Das ist so unangenehm, wirklich, Alter. Da. Ich bin ein Mann, Alter. Ich bin ein richtiger Mann, Junge. Digga, ich bin so männlich. Ich trage einen fucking Cowboy-Hut. Innen drinne. So fucking nervös war ich. Gell mich gar nicht. Ich bin ein Mann. Männer sind nicht nervös. Männer tragen Cowboy-Hut, wann sie wollen. Auch im Haus. Ich glaube, dass du sehr loyal deinen Freunden gegenüber bist. Nein. Und du immer hilfsbereit bist. Nein. Das sind schon zwei Sachen. Ich glaube, dass du tierlieb bist. Ja, bin ich. Ich liebe Hunde. Auch den? Nee. Bleib, guck dir den an, der liegt da nur. Was war das? Ey Leute, ich cringe hier gerade komplett weg. Wir haben uns Teil 1 auch noch nicht zusammen angeguckt, das müssen wir auch noch machen, ne? Das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meist anderen. Ja, habe ich letztens noch im Stream drüber gesprochen. Das ist richtig, richtig krass, wie... Digga, da knistert's. Warte, ich mach ganz das Lagerfeuermusik im Hintergrund an. ...gehabt hab und wie behütet und umsorglich aufgewachsen bin, auf jeden Fall. Und das ist ein ganz, ganz großes Blessing und ich bin mir vollkommen bewusst, wie selten sowas ist. Also ich kann das leider nicht behaupten. Ich habe schon überall gewohnt, ich bin nur in 8 umgezogen. Krass. Wie ist die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter? So. Aber? Also nein, so. So, ich bin so verbunden. Das ist ja so unangenehm gerade für mich, ne?
Aber ich bin echt frech zu meiner Mama. Ja? Lagerfeuer aus. Und dann, ich habe großen Respekt vor meiner Mutter, wirklich. Bei mir war das früher... Knistert gar nicht, er steht auf sie und sie würde ihn mit der Kneifzange nicht anfassen. Okay. Nicht so gut, aber jeder, der mich... Nein, mach Lagerfeuer an, der Köfte wird kalt. Der Wohne hat sich das komplett geändert. Wir telefonieren jeden Tag und wir sind jetzt richtig, richtig close. Jeder von euch macht drei Wahre Wir-Aussagen. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns... Wir haben beide gerade keinen Hunger. Wir werden später noch zusammen was essen. Wir werden gleich noch auf meinem Kanal twitch.tv/revinsides streamen. Wir lieben beide Hunde. Wir... sind beides Menschen. Goldrichtig. Gute Aussage. Auf jeden Fall. Stark geschnitten von ihr. Sie macht's wirklich gut, Alter. Dafür, dass sie noch nie geschnitten hat. Ich darf jetzt hier kein großes Kompliment geben, sonst werde ich wieder als Simp betitelt, aber ich ziehe meinen männlichen Hut an, Alter. Dann kann ich sagen, was ich will. Die Perle hat das gut gemacht. Die hat was am Kasten. Die kann das. Ey, ich verlieb mich. Ja. Ich auch. Ja. Ich fühle das gerade voll. Wo ist das Herz? Ich wird echt heiß langsam. Ein letztes. Wir werden uns verlieben. Vollständig den folgenden Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte. Heroin. Nein, wirklich. Ich wünsche wirklich jemanden, mit dem ich Heroin teilen kann, weil manchmal nehme ich einfach zu viel und dann... Nein, das teile ich nicht. Guck, ich bin echt lustig. Ja, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich meine Gedanken teilen könnte. Also wirklich alles. Diese Affe. Du bist dran. Oh, Digga, diese Finger, dieses... Fuck, ey, es ist so unangenehm. Es ist wirklich so unangenehm für mich, Mann. Ich wünschte, ich hätte jemand an meiner Seite, mit dem ich meine Zeit teilen könnte. Meine Zeit verbringen könnte. Mhm. Wieso habe ich diese Kordel im Mund? Was ist mit mir? Einsam. Das können wir doch ändern. Wenn du mit deinem... Smart Move, hä? ...deinem Gegenüber eng befreundet sein wolltest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Boah, ich bin echt stressig manchmal. Ich kann wirklich krank anstrengend sein. Auf Dauer oder also nee, Situation? Auf Dauer, doch, also da sage ich jetzt, es ist nicht so, aber ich bin eigentlich auf Dauer anstrengend, wirklich. Phasenweise, ne? Ah. Mal so. Oder Tobi? Mhm. Wann war ich das letzte Mal sehr anstrengend? Ist gerade. Oh Mann! Ich bin sehr kalt manchmal. Ich ziehe mich zurück, wenn mir das kann. Hey Leute, das ist... Ich will mich verbuddeln, Mann. Ich will mich wirklich einfach verbuddeln. Wenn mir alles zu viel wird, dann entferne ich mich und nehme Abstand und werde mich nie wieder mehr melden. Au. Okay. Erinnerst du dich an einen extrem peinlichen Moment in deinem Leben? Das Video, was wir eben gedreht haben. Ja. Ja, ich bin mal aus dem Bus geschubst worden und bin in Hundescheiße mit der Hand gefallen. True story, bro. Vom Busfahrer. Der Busfahrer war mein Vater. Das ist wirklich peinlich, oder? Nein. Haben aber alle nur gesehen und ich bin so mit der Hand hochgelaufen. Ja, ist wirklich so passiert. Oh mein Gott. Ist ja echt. Nein, ich muss es abmachen, ich habe so ein Gebüsch abgeschmiert. Bei mir, ich musste mal in der Schule tanzen und ich hatte so einen Move, ich musste mich auf den Boden hinschmeißen und als ich dann aufgestanden bin, da war Kaugummi drauf und das habe ich nicht gesehen und ich hatte die ganze Zeit... Leute, habt ihr mich schon mal so still reagieren hören? Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich wirklich einfach gerade nur reflektiere, wie unangenehm das für Tobi gewesen sein muss, der ja dabei saß. Also Tobi saß ja in dem Raum quasi drin. Ey, es ist einfach nur, das ist... Ich getanzt habe auf meine große Kaugummi am Arsch. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Ich glaube bei der Trennung auf jeden Fall. Das letzte Mal von einer anderen Person. Ja, wahrscheinlich dann auch danach, nach der Trennung nochmal alleine. Can't see the tears. Can't see the haters. Das ist echt traurig. Ja. Nee, alles gut. Nicht gut. Bei mir war das, als vor kurzem eine Freundin von mir verstorben ist. Oh. Das wusste ich auch nicht. Das war dann, ja, ein wenig unangenehmer. Beziehungsweise, also, wir haben später noch darüber gesprochen. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst. Ich mag, wie offen und lustig du bist. Wie bereitwillig du meinen komplett gestörten Humor erträgst. Danke.
Aber bei dir mag ich, dass du mich die ganze Zeit zum Lachen bringst. Das ergänzt sich. Langsam verlieben wir uns doch. Ja. Worüber sollte man keine Witze machen? Über Behinderte. Also, da muss ich jetzt keine schwieriges Thema, ne? Da sollte man echt keine Witze machen. Mir fällt nichts ein. Über. Mir fällt nichts ein. Ich finde, es gibt Grenzen. Gut gesagt. Dein Haus mit allem, was dir gehört, fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, bleibt dir noch Zeit, um genau einen Gegenstand zu holen. Was willst du retten und warum? Mit was bin ich schon rausgelaufen? Familie und Hund. Und Handy auch, ne? Nee. Ja, ich würde das Handy nehmen. Ich wüsste nicht sonst, was... Ich nicht. Ich habe halt alles vom Handy in der Cloud nochmal zusätzlich gesichert. Von daher, also... Glaube ich, sag ein Bild von meiner Oma, glaube ich, ne? Sachen, die ich im Haus hätte, so... Erinnerungsmäßig. Ich habe gar nichts. Ich besitze nichts. Autoschlüssel vielleicht auch nicht dumm, ne? Dann kann ich mit dem Auto wegfahren. Handy anrufen und Handy mit einem Feuerwehr anrufen. Hä, bist du dumm? Lieber ein Bild mitnehmen. Bist du dumm oder so? Hä, Feuerwehr, bist du dumm? Ich habe ein Schmuckstück von meinen Großeltern, das würde ich ausnehmen. Stimmt, von meiner Oma, so eine, ja, das habe ich noch. Das ist so ganz krass, das ist so eine Creme gewesen, so eine Patchouli-Creme in so einer kleinen Dose gewesen. Die habe ich von meiner Oma bekommen, kurz bevor sie verstorben ist. Oder nachdem sie verstorben ist, glaube ich sogar. Ganz, ganz eigenes Ding. Müsste aber tatsächlich erstmal danach suchen. Also wahrscheinlich sterbe ich bei dem Versuch, das Ding rauszuholen. Naja, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich sagen Bilder, aber ich habe alle Bilder auf mein Handy. Deswegen nehme ich das Handy. Weil die Bilder sind für mich sehr wichtig. Und meine Badezimmertür. Lustig, Sebastian. Ganz lustiger Witz. Kann ich ja ausbauen. Steht ja nicht, dass ich verbrenne. Haben die nicht gesagt. Ich habe ja Zeit. Genau. Mein Anhänger, wo ich alle Sachen drauf habe. Ich nehme einfach mein ganzes Haus mit. So dumm. Ein Gegenstand ist gar nicht realistisch. Das ist, beim Rein, Rausrennen kann ich viel mehr greifen. Nein. Okay. Es kommt ja auch darauf an, wo der liegt. Wenn der mitten im Feuer liegt, ist es ja auch egal. Der Tod welches Familienmitgliedes wäre für dich am schlimmsten? Boah. Enge Familie, egal ob Vater kann man oder nicht, kann man nicht werten, finde ich. Kann man gar nicht werten. Man kann ja nicht sagen, ja, also da wäre es jetzt am schlimmsten, wenn der oder die stirbt. Das ist ja, also weiß ich nicht, ist schon eine schwierige Frage in meinen Augen. Ne? Also das ist, kannst ja nicht sagen, nee, das geht nicht. Werten, alles schlimm. Ja. Auch direkter, engerer Kreis, also Großeltern, Oma, Freunde, Familie, alles würde mich hart ficken. Erzähle deinem Partner von einem persönlichen Problem und frage, wie er oder sie mit dem Problem umgehen würde. Bitte deinen Partner auch zu reflektieren, wie du gewirkt hast, als du ihm von deinem Problem erzählt hast. Ich habe geisteskrankes ADS. Wie würdest du damit umgehen? Ich würde es hinnehmen. Ich würde das akzeptieren. Ehre, vielen, vielen Dank. Das sagt sie jetzt. Schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn wir es das nächste Mal sehen. Ich kann sehr anstrengend sein. Wie würdest du so damit umgehen? Schluss machen halt, ne? Ja. Also das Ding ist halt, wenn ich anstrengend bin, muss das jeder akzeptieren. Wenn aber wer anders anstrengend ist, dann weg. Ich kann wirklich krank anstrengend sein. Nee. Wenn ich so anstrengend wäre. Ich glaube, ich würde es aushalten. Es kommt oft drauf an. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Diese Frage, Marstein, hast du die schon geknallt? Leute, ich bitte euch, das Thema mit Würde, Anstand und Respekt zu behandeln. Jetzt haltet alle die Fresse. Wahrscheinlich, ne? Ja. Die letzte Frage. Oh. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? See this? This is the face of a broken man. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Liebe, ja. Wenn man es hat, dann ist es schön. Ja, oder? Hey Leute, ich schwöre, ich will hier raus. Schön war's. Spürst du es auch? Was? Ich muss überkacken. Nein, das ist Liebe. Liebe geht ja auch durch den Magen, ja. Darm und den Arsch. Das war's für diesem schönen Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß hattet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Naja, wir haben immer noch Teil 1 vor uns, meine Freunde. Den gibt's dann morgen zu sehen. Den habe ich auch noch nicht geguckt.